Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, ist Stefan Breidenreich, Founder und CEO von Breos. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Hallo Stefan. Ja, hallo, sei gegrüßt. Ja. Noch ein bisschen belegte Stimme. Es ist aber mega. Ich hoffe, es ist okay. Ja. Auf die sonore Stimme habe ich mich sehr gefreut. Stefan, dir hat man schon in der ersten Klasse das Zeugnis eines Individualisten ausgestellt. Warst schon immer technologiebegeistert und hast mit 12 Jahren angefangen, kommerzielle Software zu schreiben. Du bist hochbegabt, hast die Normbasis im IQ-Test gesprengt, bist Hobbykoch, handwerklich talentiert und liebst Bücher. Von dir stammt die Aussage, lernt um euer Leben, was ich sehr cool finde und was heute auch ein Thema sein wird. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute in dieser Podcast-Folge unter anderem über generative KI-Modelle austauschen und welchen Einfluss diese Technologie auf die Zukunft unserer Kinder hat. Stefan, ja. Habe ich irgendwas vergessen in unserem Intro? Es gibt natürlich neben den generativen KI-Modellen gibt es natürlich noch ganz, ganz viel anderes. Ja. Und also insofern, weil natürlich den ganz krassen Durchbruch natürlich diese generativen KI-Modelle jetzt einfach im letzten, sagen wir mal, halben Jahr gezeigt haben. Ja. Mhm. Das ist einfach der absolute Burner. Und da siehst du einfach, das ganze Thema Exponentialität wird den Leuten halt mal so langsam richtig bewusst. Und wenn wir mal ganz kurz auf Exponentialität eingehen, dann, also Binsenweisheit, Exponentialität ist nicht linear. da gibt es dieses schöne Beispiel, hättest du im Jahre 0 einen Cent angelegt, ja. Da geht es um den Zinseszinseffekt, ja. Dann hättest das einfach draufgelassen, ja. Also hättest du es nicht abgehoben, sondern die Zinsen hätten sich immer mehr vermehrt. Wie viel Geld hättest du heute oder was wäre das für ein Wert heute? Und das sind 92 Mal die Erde, der Erdball, aus purem Gold. Ja, da wird auch schon das Problem klar. Ja. Ist das krass. Das ist richtig, ja. Ja, ja. Es gibt das andere Beispiel von dem ägyptischen Pharao und dem Reiskorn, ja. Erzähl mal. Das ist genau das Gleiche. Ja. Aber nee, das ist eine biblische Geschichte. Da geht es also auch um die Exponentialität. Aber am Ende des Tages ist es halt so, es gibt auch diesen Popcorn-Effekt beispielsweise. Und wenn du ein Freund von mir, Lars Thomsen, ein Zukunftsforscher, der hat mal dieses Beispiel gebracht, das ist eigentlich ganz schön. Du stellst 20 Leute um so einen Topf rum und machst Popcorn. Und dann teilen sich diese 20 Leute, teilen sich halt in unterschiedliche Gruppierungen ein. Die einen, die sagen so, wow, jetzt gleich geht's richtig los und geht's richtig ab. Und die anderen sagen dann nach einer Weile, ja, das wird nichts mehr. Also wir können gehen, wir können was anderes machen. Ja? So. Und das ist halt genauso dieser Punkt, was die Exponentialität angeht, dass die Leute das völlig falsch einschätzen, wenn es halt am Anfang nicht so wird. Das heißt, das hat erstmal eine Delle, die unter einer Linearität verläuft in der Regel. Und dann geht es richtig ab. Und das ist den Leuten halt nicht so ganz klar. Und wir sind halt in der Phase, jetzt geht's ab. Und wenn wir das mal auf die KI beziehen, dann haben wir also so in den 80er, 90er Jahren, das gilt so als die Eiszeit der KI, also Deep Learning wurde, meine ich, so 1986 von einer deutschen Wissenschaftlerin so erdacht, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Da hat damals jeder gedacht, naja, das ist so ein theoretisches Gebilde, einfach halt nicht, ja, weil Rechenleistung war nicht da, es war völlig irrealistisch, unrealistisch und und das ist halt eigentlich auch so dieser Punkt, wenn wir mal auf das ganze Thema Emergenz gehen, vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen, dann ist es halt so, dass kleine, einfache Dinge in einer großen Anzahl plötzlich zu unglaublichen Leistungen oder
Erfahrungen führen. Und wenn wir jetzt mal zurückkommen zur Exponentialität, dann haben wir natürlich diese Delle, das hatten wir auch im Bereich der Elektromobilität, das hatten wir auch, ich meine, da kannst du zurückgehen in also es gibt Fotos von 1910, 1920, so dieses Delta dazwischen. 1910 waren alles nur Pferdefuhrwerke, 1920 gab es vielleicht noch zwei Pferde auf dem Bild und alles halt nur noch Autos und dazwischen waren halt auch Leute, die gesagt haben, das wird noch nichts mehr, also das, also alles, was kein Pferd ist, wird keine Zukunft haben. Ja. Und das Interessante, was ich finde, ist, dass die Leute halt immer wieder auf den Trick reinfallen und die Exponentialität einfach unterschätzen. Ja. Das war ja Mobilfunktelefon-Erfindung genau das Gleiche. Man hat das Mobilfunktelefon, ich erinnere mich damals noch an so ein C-Netz, weißt du, wo du so einen richtig schweren Koffer Ich bin mit B-Netz eingestiegen. Ja. Genau, ja. B-Netz sogar. Ich war der einzige Zivi, der sein eigenes Telefon im Auto hatte. Also der damalige Chef von dieser Sozialeinrichtung, der hatte kein Telefon im Auto und der war ziemlich angefressen auf mich. Ja. Hatte ich so ein Siemens P1, hieß das. Das war ein ziemlich cooles Ding. Das war eine riesen Batterie und so ein Hörer drauf und total tolle Tasten. Also zum Bedienen war das Ding super. Ja, das stimmt. Der ganze Koffer war ja bei mir zum Beispiel im Kofferraum. Ich hatte das Auto meines Vaters geerbt, also er hat mich einfach damit fahren lassen. War natürlich der King, weil ich mit 18 Jahren ein Autotelefon drin hatte. Und vorne war eigentlich nur der Hörer eingeklemmt und hinten war dieser Riesenkoffer, den du dann rausbauen musstest, um das Ding zu transportieren. Das hatte mein Vater auch, so ein Siemens-Telefon, B-Netz-Telefon und so. Und das hat natürlich dann kräftig gerauscht und weiß der Kugel was noch alles. Also das war alles. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Insofern kannst du halt auch mal sehen, welchen Weg das halt alles nimmt. Gell? Und damals hat man ja prognostiziert, dass vielleicht ein Mobilfunktelefon so 4 Leute auf der Welt brauchen, vielleicht Präsidenten oder so. Echt? Das war mir gar nicht klar. Ja, also ganz wenige. Also man hat überlegt, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber nicht mehr als 10 oder so. Also man hat wirklich gesagt, okay, so ein US-Präsident, der muss mobil erreichbar sein. Ja. Okay. Ja. Heute weiß ich nicht, geht der Trend schon zum Dritthandy? Ja, ich habe jetzt hier eine Webcam als Handy, wobei wir ja da nicht mehr kommunizieren. Aber lass uns mal ganz kurz bei der Telefonie bleiben als Analogie vielleicht für das Thema KI und exponentielle Entwicklung. Wir haben ja gelernt, Siemens war ja Marktführer in der Festnetztelefonie. Ja? So, die haben angefangen oder die haben dann immer weitergemacht und haben das Thema optimiert. Die Ohrmuschel wurde irgendwie 10% günstiger, qualitativ hochwertiger. Ja, du hast viel besser gehört, kein Rauschen mehr und so weiter. Die waren aber nicht die Erfinder der Mobilfunktelefonie. Ja, das war dann Motorola mit dem ersten Nokia-Marktführer. Ja, waren aber auch nicht die Firmen, die das Smartphone entwickelt haben. Und der Unterschied war, warum Apple diesen Durchbruch geschafft hat, auch mit dem iPhone, war, das Big Picture von denen war nicht telefonieren. Das Big Picture von denen war Kommunikation. Du telefonierst ja heute nicht mehr mit deinem iPhone. Also du machst ja viel andere Dinge mit dem Ding. Und dieses Big Picture, fehlt uns das vielleicht, um zu verstehen, welchen Impact und welche exponentielle Entwicklung KI auf unsere Gesellschaft und unsere Zukunft hat? Das ist eine gute Frage. Also der Punkt ist ja, dass sich ja Entwicklungen dann durchsetzen, wenn sie von den Menschen angenommen werden. Und ich glaube, dass hier gerade was im Gange ist, wo die Leute sich gar nicht im Klaren darüber sind, dass sie es annehmen. Und da wird immer da diskutiert über KI, die da reguliert werden muss und gerade in der EU das ganze Thema AI Act, das heißt die Europäer, also ich haue jetzt mal einen raus, aber ich habe so das Gefühl, also meine persönliche Meinung ist, dass grundsätzlich KI schon reguliert werden muss, aber halt nicht alles und es ist nicht alles gefährlich, also wenn ich zum Beispiel Machine Learning hernehme von irgendwelchen Maschinen, die vorhersagen, ob irgendwie ein Lager einen Schaden hat oder sonst irgendwas, hey, das ist sorry, aber das ist echt ein Thema, da muss man, glaube ich, über Regulierung nicht nachdenken. So, auf der anderen Seite ist es halt so, dass man vielleicht erstmal Erfolge erzielen sollte und sich mal anschaut, was denn eigentlich international so passiert, bevor man sich überlegt, möglicherweise einen gesamten Markt, einen gesamten Kontinent von der Technologie abzuklemmen. Es wurde ja auch schon mal darüber diskutiert, beispielsweise ChatGPT in Europa zu sperren, also ist schon ein paar Wochen aus.
Aber solche Diskussionen wurden auch geführt. Da denke ich mir echt, was ist denn das für ein Schwachsinn, um es mal ganz klar zu sagen. Wer um alles in der Welt hat denn die Idee zu glauben, dass man eine Entwicklung dadurch aufhalten kann, dass man eine Firewall zumacht? Also wo sind wir denn? Also sind wir denn in einer freien Gesellschaft oder was ist denn das? Und das hat ja noch nie funktioniert. Und der Punkt ist ja auch der, wenn ich jetzt mal von KI und vor allem diesen großen Sprachmodellen ausgehe, was da passiert, dann ist es natürlich so, dass die Musik schlicht und einfach nicht in Deutschland und nicht in Europa spielt. Also es gibt solche Ansätze, also Aleph Alpha beispielsweise aus Heidelberg, die haben alle so ihre Sinnhaftigkeit und Bedeutung, das ist keine Frage. Gerade der Jonas, der treibt das ja auch ganz, ganz toll voran. Allerdings, wenn man sich die Größenordnung anschaut, was da in Amerika von der Größenordnung her passiert, ja, das ist ja eine ganz, ganz andere Nummer. Übrigens bin ich auch mal gespannt, was mit Google passiert, weil Google forscht ja schon ganz, ganz lange in diesem Bereich der generativen Sprachmodelle. Und die lassen das ja nicht so wirklich raus. Also die haben ja kein ernsthaftes Wettbewerbsprodukt zu OpenAI. Und das machen die aber deswegen nicht, weil sie möglicherweise das ist jetzt mal so eine Hypothese, weil sie möglicherweise denken, es könnte ihr Geschäftsmodell korrumpieren. Und das ist ja die Denke, die Nokia hatte, das ist die Denke, die Kodak auch hat. Auch die machen möglicherweise wieder so den gleichen Fehler. Und jetzt kommen wir auf einen ganz anderen Punkt. So einen kleinen Querverweis. Es gibt ein Buch von Simon Sinek, das heißt Das unendliche Spiel. Und da geht es einfach darum, dass man halt nicht gewinnt oder verliert, sondern es geht darum, dass man im Spiel bleibt. Also das ist die Kurzzusammenfassung. Und wenn ich mir überlege, welche Unternehmen haben das Spiel des Lebens und der Wirtschaft endlich geführt und welche davon haben es unendlich geführt, also Microsoft wäre unter Steve Ballmer schier an die Wand gefahren. Und Apple hat es schon immer verstanden, das unendliche Spiel zu spielen. Weil du kannst nicht gewinnen, du kannst nur versuchen, im Rennen zu bleiben und kannst versuchen, dich besser zu positionieren, kannst versuchen, einfach gute Dinge zu machen und Menschen dafür zu gewinnen, da mitzumachen. Und das ist halt natürlich mit dem iPhone damals, um bei dieser Analogie zu bleiben, ist gelungen. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie können wir denn mit generativer AI wirklich was rausholen, und zwar so als Gesellschaft für uns alle, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeit beginnt nicht damit, dass ich erstmal sage, stopp, jetzt mache ich erstmal gar nichts. Das wird nicht funktionieren und das werden die anderen auch nicht tun. Weil da natürlich ein viel zu großes Business dahinter steckt. Ja, zum Thema, ich habe einen Kumpel von mir angerufen, der arbeitet bei Audi. Vorsprung durch Technik ist deren Markenversprechen. Und ich habe gefragt, wie sieht denn die Arbeit bei dir eigentlich aus jetzt mit KI? Erzähl mal so ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Und der sagt nur, was für eine KI? Es ist bei uns verboten. Ja. Ich wollte jetzt einen raushauen. Es gibt einen Artikel zu dem Thema Vorsprung durch Technik. Wird thematisiert, dass das eigentlich nicht mehr so ist bei diesem Unternehmen. Ja. Das war mal. Und die Frage ist, ob wir nicht den Anschluss verpassen. Und ich habe vor ein paar Tagen den Geschäftsführer vom KI-Bundesverband, den Daniel Abud, im Podcast gehabt. Und wir haben uns mal darüber so unterhalten, wo stehen wir eigentlich? Und ich hatte so das Gefühl, mega im Abseits. Ja, total. Ja, total. Also allein das osteuropäische Umland um uns herum ist tausendmal besser aufgestellt, weil die erkannt haben, dass durch das Thema künstliche Intelligenz sie ihre Defizite der Vergangenheit sowas von enorm aufholen bzw. auch überholen können, dass wir uns überlegen müssen, wie attraktiv ist eigentlich noch so ein Wirtschaftsstandort Deutschland. Aber ich würde einfach nicht. Einfach nicht, ja. So wird es nicht klappen. Aber wie könnte es klappen? Das wäre jetzt wie mal. Wie könnte es klappen? Ja. Also vielleicht mal, also an erster Stelle das ganze Thema Demut. Mhm. Einfach mal zu schauen, wo stehen wir und wie kommen wir wirklich ernsthaft weiter, ohne ständig zu gucken,
ob es da irgendwelche regulatorischen Fragestellungen gibt und links und rechts und wer da noch alles berücksichtigt werden sollte und muss und wer da noch ein Rederecht hat. Wir müssen es einfach machen. Sonst wird es nichts. Und es ist ja auch so, bei der ganzen Thematik Pandemie und dem ganzen Resourcing nach Europa zurück, da wird ja auch überall in den Unternehmen mit Lieferkette die Diskussion geführt. Ja, aber das heißt nicht Resourcing nach Deutschland, das heißt Resourcing also zurück nach Europa, ja, aber nach Portugal oder nach Spanien oder so irgendwas. Wenn du dir die Stundensätze anschaust, dann ist ja klar, warum das halt so läuft, wie es ist. Ja? Schau dir mal die Energiepreise an. Das ist eine auf breiter Front über viele Jahre verfehlte Politik. Das ist meine persönliche Einschätzung. Schön, dass ich meine Meinung so äußern darf und kann. Ich freue mich übrigens auch, wenn es so bleibt. Und der Punkt ist halt ganz einfach der, wenn wir jetzt mal auf die Chancen einer KI kommen und natürlich auch der Risiken, dann wird das ganz massiv beeinflusst durch Wissen und Bildung, Innovation, Kreativität in einer Gesellschaft. Und das funktioniert aber nur dann, wenn ich verstehe, wie das funktioniert. Warum ist es denn so, dass beispielsweise die gesamte Mikromechanik keinerlei Stellenwert hat mehr in Europa? Es ist alles in Asien. Warum ist das so? Natürlich ist ein Argument das Preisargument. Aber zum anderen ist es halt auch so, wer bitteschön versteht denn, wie zum Beispiel ein kapazitives Display funktioniert? So ein Touch. Wir verwenden das alle. Nur, wer hat sich denn mal ernsthaft mit der Elektronik und der Physik dahinter beschäftigt? Das macht doch heute keiner mehr. Also, wie funktioniert ein Handy? Wie wird es aufgebaut? Kann ich sowas selber zusammenbauen? So, solche Dinge. Also ich meine jetzt nicht nur Schraubenzieher, sondern wie konstruiere ich sowas? Wie mache ich Platinenlayouts? Ich meine, ich habe damals, ich habe mit 9 Jahren angefangen mit Elektronik und ich habe da ganz, ganz viel damals gemacht. Ich habe heute natürlich keine Ahnung mehr, muss ich auch ganz klar sagen, aber ich habe wirklich die Nächte durch exerziert mit, ich bin teilweise morgens um 4 Uhr aufgestanden und habe angefangen, meine Platinenlayouts zu machen oder Platinen zu ätzen, zu bohren. Weißt du, das habe ich auch was gemacht, ja. Ja, so. Aber jetzt zeig mir doch mal bitte, was denn bitte das Vergleichbare ist jetzt im Bereich der Bildung. Also was machen denn die Leute so, wenn sie so sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigen? Was sind denn die Hobbys? Ist es Gitarre spielen oder ist es, also früher hat man natürlich viel irgendwie am Motorrad rumgebastelt oder ähnliches. Ja, das muss ja gar nicht mehr sein. Ja? Das ist ja auch, passt ja auch vielleicht nicht mehr in die Zeit. Aber was ist denn bitteschön, was ist denn das Pendant? Das Pendant wäre zum Beispiel Coden. Also wirklich einfach Python programmieren, zu schauen, wie funktioniert denn Machine Learning, KI, wie kann ich das selber programmieren. Das würde uns gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Und das ist ja der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist ja, dass die Leute, die natürlich dann über Regulierung sprechen und andererseits über Wirtschaftsstandort Deutschland, es ja selber nicht können. Die haben ja keine Ahnung davon, von was sie da reden. Und aus meiner Sicht wäre es sehr positiv, wenn diejenigen, die über Regulierung sprechen und vor allem auch in der politischen Machtposition sind, es zu regulieren, auch wirklich Ahnung davon haben, was sie da denn bitteschön tun. Weil nur dann kannst du halt auch wirklich mit Augenmaß etwas tun. Das wäre genauso, wie wenn einer ein Fahrzeug führt, der keinen Führerschein hat. Das wird nicht funktionieren. Und meine Einschätzung, und deswegen ist mein Credo, ich habe mein Mädels, also ich habe 3 Töchter und ich habe einen Sohn, also meinen Sohn mit 2,5, der muss sich das noch nicht anhören, der hat noch ein bisschen Zeit. Meinen Mädels sage ich dann aber halt immer, lernt um euer Leben. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Ihr habt sie nicht, weil wir bewegen uns in dieser Exponentialität in einer Phase, wo es richtig abgeht. Und da hast du nur die einzige Chance, dass du ein möglichst umfassendes Wissen dir aneignest und wirklich aber auch ein praktisches Wissen, das du anwenden kannst, um nicht unterzugehen. Um wirklich, wenn uns Dinge begegnen, vor allem jetzt gerade auch das ganze Thema der Deepfakes, dass man wirklich ein kritisches Denken
trainiert und wirklich halt auch beherrscht und wirklich auch irgendwelche Fakten einschätzen kann, ob das jetzt aus dem MINT-Bereich ist oder was auch immer, ist völlig egal. Es ist so umfassend, die Anforderungen an das Wissen eines Menschen sind heute so hoch eigentlich. Und auf der anderen Seite wird es aber nicht gemacht. Und wenn wir uns mal im internationalen Vergleich uns so positionieren und vergleichen, dann bin ich überhaupt nicht beeindruckt, was hier passiert. Also das ist alles viel zu langsam, es ist viel zu nachlässig. Die Leute, die die Ausbildung machen, haben selber keine Ahnung von dem, was eigentlich notwendig wäre. Und ich sage es mal ganz überspitzt, da wird Digitalisierung, also ich hab jetzt da kein umfassendes Bild, aber ich befürchte, dass Digitalisierung reduziert wird auf den Internetanschluss in den Schulen. Klar, passiert da schon mehr. Ja. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass da Wille grundsätzlich da ist. Nur ich habe Kompetenzträger fehlen. Ja, also ich bin da schon ein bisschen verzweifelt, weil das einfach gar nicht genutzt wird. Und ich glaube auch, dass im Bereich der Bildung solche generativen AI-Modelle überhaupt nicht ernst genommen werden. Weil die natürlich auch wieder auf diesen Trick der exponentiellen Delle reinfallen, weil natürlich generative Modelle natürlich auch Fehler machen. Das ist völlig klar. Aber jetzt wart mal ab, was bei einem GPT-5, GPT-6 passiert. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Das ist aber der springende Punkt. Wir können es uns nicht vorstellen, weil wir, gerade wenn wir über Deutschland nachdenken, ich war letztens in der Schule, und habe da mal die Transportfolie abgemacht von den Monitoren, die da schon seit einem halben Jahr stehen, weißt du? Weil ich gedacht habe, sieht dann auch nicht gut aus, wenn die so runterwelkt. und einfach mal, um so ein paar Zahlen zu nennen, das Pentagon hat 900 Milliarden Euro, also übersetzt oder Dollar, ist ja wurscht, der Größenordnung, die zur Verfügung gestellt werden für solche Innovationsprojekte. Wenn wir uns Israel anschauen, das ist alles militärisch betrieben in diesen ganzen. So, und dann lese ich vor 3 Wochen oder Monaten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, also es ist schon eine Weile her, dass die Bundesregierung den Etat für Digitalprojekte in Frage stellt, der eine Koalition eigentlich beschlossen war. So. Also das würde ich sogar, also da haue ich jetzt mal einen raus. Ich hab mal angefragt bei der Landesbank, bei der L-Bank, ging es auch um eine Digitalförderung. Und da habe ich dann so gefragt, welche Bedingungen es denn da für diese Förderung gibt. Und da kam dann raus, naja, dass man halt dann zum Beispiel eine Förderung kriegt, wenn man in einem Unternehmen etwas digitalisiert. Also zum Beispiel, wer noch kein CRM hat, also sprich ohne Witz auf Papierkarteikarten seine Kundenstammdaten pflegt, der könnte sich zum Beispiel ein CRM-System fördern lassen. Und dann habe ich dann gefragt, also meine These war, naja, die meisten arbeiten halt, wenn sie nichts haben, dann halt mit Excel. Das hat jeder und das ist auch schon digital, also würde eigentlich die Förderung nicht zustehen. Aber dann war da meine Frage, was machen denn die meisten damit? Und dann sagte die Dame zu mir, ja, die kaufen halt Drucker. Was? What? Die kaufen Drucker? Weißt du, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich glaube ganz einfach, Angst frisst Hirn. Und ich glaube, dass die handelnden Personen natürlich Angst haben um ihre Mehrheiten. Und ich will es da gar nicht in die Richtung rein. Ich gehe da gleich wieder raus. Was da passiert ist, dass angstgetriebene Handlungen nicht zum Erfolg führen. Wenn du Angst hast, machst du Fehler, triffst die falschen Entscheidungen und spendierst in diesem Fall halt vielleicht auch Budgets für Industrien, die sowieso nicht überleben werden. Also das wird schlicht und einfach nicht passieren, sondern man muss neu denken, man muss auch akzeptieren, dass Dinge crashen, dass es richtig rappelt im Karton. Allerdings ist es so, ich glaube im Chinesischen ist der Begriff des Chaos gleichzeitig auch der Begriff für Neubeginn. Ja, Anfang, ja. Ich bin da natürlich so ein bisschen unsicher, weil ich von chinesischer Sprache, Sinologie keine Ahnung habe, aber ich habe das mal gehört. Ach, ja. Und das ist halt natürlich so ein Punkt.
es ist eine Illusion, wenn wir auf der einen Seite eine Innovation haben durch KI, die eine Veränderung in den nächsten 10, 20 Jahren bringt, die die Menschheit in den letzten 500 Jahren nicht erlebt hat, auf der anderen Seite seine bestehenden Industrien retten zu wollen. Wie soll denn das gehen? Das wird einfach nicht stattfinden. Das ist vielleicht irgend so ein Wunschtraum von irgendwelchen Lobbyisten, die irgendwie den Status quo erhalten wollen, aber das ist nicht machbar. Wir stehen einfach demografischen Wandel gegenüber, der sich wirklich gewaschen hat. Schau dir doch mal die Sozialsysteme an. Es quietscht und kracht doch überall, an allen Ecken und Enden. Und wenn das jetzt ein Auto wäre, dann würdest du sagen, naja, das Ding ist halt irgendwie durch. Ja? Entweder reparierst du alles, ja? Das ist ja bei einem Auto so, wenn die Verschleißgrenze erreicht ist, ja, dann fängt es überall an allen Lagern, Karosserieteilen an, kaputt zu gehen. Ja? Schmeißt es entweder auf den Schrott, das ist für uns keine Option, oder du reparierst das Ding komplett durch oder kaufst ein neues Auto, was auch immer. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt der Meinung bin, das geht nur, indem man wirklich mal aufwacht, mal wirklich akzeptiert, was die Stunde geschlagen hat und echt Gas gibt. Und deswegen mein Credo, lernt um euer Leben, weil anders wird es nicht klappen. Und wenn wir uns wirklich richtig, richtig anstrengen, und das kann ja auch Spaß machen, das ist ja ein ganz tolles Thema, das tut ja nicht weh, was Neues zu lernen, dann haben wir vielleicht die Chance, dass wir wieder einen Anschluss kriegen. Aber so wird es nicht klappen. Aber du siehst schon auch die Chance für uns als Wirtschaftsstandort Deutschland-Europa, dass wir das durchaus noch hinkriegen können. Naja, das Interessante ist ja, wenn man in den KI-Bereich hineinschaut, es gibt ja unfassbar gute Wissenschaftler und Grundlagenforscher. Wir haben es erfunden, entsteht ja, oder? Bitte? Wir haben es erfunden in Deutschland, mit dem KI, im großen Teil. Nein, wäre ich vorsichtig. Also, geht so. Willst du sagen? Also viele, viele Dinge wurden gemacht, ja, das ist richtig. Also das ist einfach interdisziplinär und global, kann man mal so sagen. Ja? Also, und der Punkt ist halt ganz einfach, also der Begriff künstliche Artificial Intelligence, der stammt eigentlich aus Amerika und wurde eigentlich zum Ziel von Forschungsgeldern ausgedacht. Ja. Aber lass uns da mal nicht in die Geschichte reintauchen, sondern lass uns mal betrachten, wo stehen wir und was machen wir da draus. Und, genau, was können wir machen? Ich glaube ganz einfach Folgendes. Also Deutschland ist nach wie vor ein Land von Dichtern und Denkern. Nur man muss die halt auch lassen. Man muss die wirklich machen lassen und nicht zu sagen, oh, da könnte irgendwas passieren, jetzt wollen wir das regulieren. Ja, was wird denn passieren? Die werden genauso weiterarbeiten, aber die überlegen sich, ob sie dann in Deutschland noch richtig sind oder Europa. Und ich kenne Unternehmer, die im KI-Bereich sehr erfolgreich sind, sehr, sehr erfolgreiche KI-Unternehmer, die darüber nachdenken, dann, wenn die Regulierung zu schlimm wird, Europa zu verlassen. Und ich persönlich sehe für meine Firma auch Optionen zu sagen, also wir müssen die Preos in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf eine europäische Ebene heben und vielleicht auch darüber hinaus. Also ich halte das für ein ambitioniertes, aber sehr attraktives Zielbild. Und das wird natürlich bedeuten, dass wir auch wirklich anfangen, global zu denken. Und das wiederum führt zu einer Spaltung. Es führt zu einer unglaublichen Zerrissenheit in der Gesellschaft. Das ist das, was ich wahrnehme. Zu Ängsten auf der einen Seite und zu Leuten, die einfach durch diese fehlende Innovation wahnsinnig werden. Ich drehe völlig durch, teilweise, wenn ich mitbekomme, wie rückständig teilweise die Denke ist. Also es kostet mich wirklich Energie. Und ich nehme auch wahr, dass ich da nicht alleine bin. Es gibt halt einen Haufen Menschen, die wirklich Innovation lieben und das gerne machen und die einfach resignieren. Und das kann es ja nicht sein. Und das geht besser. Und wichtig ist halt aus meiner Sicht, dass Bildung ein Treiber ist. Und Bildung muss umfassend stattfinden. Das darf nicht, sage ich mal, ausschließlich in irgendwelche sprachlichen Bereiche hineingehen. Und sagen, okay, wir fokussieren jetzt auf, wir können eine schöne Geschichte und Inhaltsangabe schreiben, sondern es geht wirklich darum, dass man das Ganze sehr praktisch und sehr umfassend
anstellt. Und das müssen die Leute aber auch halt persönlich wollen. Mhm. Und das ist nicht die Aufgabe einer Schule, irgendjemanden zum Jagen tragen, sondern das ist eine Grundhaltung, die sich da ändern muss. Und wenn sich die Grundhaltung ändert, dann ist es halt auch so, dass das dann halt auch wirklich nachhaltig was passiert. Daran scheitert. Ließe sich denn ein, weil das war auch von mir immer so eine fixe Idee, und wir haben das auch versucht, Projekte ist nicht wirklich gelungen oder nur in wenigen Teilen, aber mit der Genius Alliance University etwas neben das Bildungssystem zu stellen. Gelingt oder wäre das nicht eine Initiative, die weder durch Politik getrieben und gefördert, sondern wirklich aus Eigeninitiative, meinetwegen aus Unternehmensperspektive, dass die Wirtschaft mal sagt, hey, wir müssen uns eigentlich zusammenschließen und nicht die ganze Zeit fordern vom Staat, ja, der ja sowieso fördert, was er will. Ja, nehmen wir Infineon, glaube ich, war es mit 10 Milliarden. Ja, sondern dass man einfach sagt, wir schließen uns in der Privatwirtschaft zusammen und müssen das Thema Bildung aufbauen. Das ist kostenfrei zugänglich und steht quasi neben diesem Bildungssystem, was veraltet. Weil ich glaube nicht, dass wir das retten können. Ich habe mich letztens mit jemandem von der Hochschule mit einem Präsidenten unterhalten und der hat gesagt, hey, mir fehlen die Studenten, die kommen nicht mehr. Wir müssen eigentlich in den Schulen anfangen. Wir müssen dort fragen, die wollen nicht mehr auf die Hochschule, die wollen gleich arbeiten oder irgendwas anderes machen oder so, aber die haben seit Corona keinen Zugang mehr. Also, wenn ich mir das so überlege, glaube ich, dass das einfach zu spät kommt. Also der Punkt ist, ein Unternehmen setzt dann ein, wenn jemand die Schule verlässt. In aller Regel ist es so. Meine Zwillinge, die sind auf einer Schule, da kann man auch eine berufliche Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker zusätzlich machen. Das ist ein privates Gymnasium. Mhm. Da werden aber auch nur sehr, sehr wenige genommen. Das heißt, da können nicht alle diese Ausbildung machen, sondern es ist so, dass einige wenige halt diese Ausbildung machen dürfen. Und das ist einfach auch wieder viel zu wenig. So, und jetzt hast du natürlich die Situation, schau mal auf den Unternehmenssteuersatz. Schau mal, wie Unternehmen das dann finanzieren. Das heißt, wenn ein Unternehmen in die Aufgabe kommt, dass es selber diese Bildung, Ausbildung, also ja, dieses Level erreichen muss, ja, dann ist es natürlich so, dass Bildung ja auch vorhabensfrei sein sollte. Das heißt, es nützt nichts, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, das halt irgendwie im Maschinenbau unterwegs ist, dass du dann die Leute halt alle so ausbildest, dass die halt irgendwie ganz toll zersparen können. Das bringt dir nichts. Mhm. Du musst wirklich eine sehr umfassende Bildung aufbauen und das ist echt nicht die Aufgabe von einem Unternehmen, weil das halt auch viel zu spät kommt. Wenn man jetzt mal einigen Hirnforschern die Aufmerksamkeit schenkt, ist es schlicht und einfach so, dass das Gehirn halt auch in bestimmten Lebensphasen, Entwicklungsphasen Dinge lernen kann. Wenn du aber beispielsweise versuchst, mit 20 eine Sprache zu lernen, dann wird es viel schlimmer und viel härter werden und du wirst auch ein bestimmtes Level vermutlich nie erreichen, als wenn du anfängst, das mit 5 zu lernen. Mhm. Und es ist so, dass, also ich kann mich da an einen Vortrag erinnern, mir fällt jetzt gerade ein relativ bekannter deutscher oder österreichischer, ich glaube österreichischer Hirnforscher, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Der hat gesagt, wenn zum Beispiel ein Mensch bis zu einem bestimmten Alter nicht sprechen kann, der wird das nie wieder lernen. Da kannst du hüpfen und springen, kannst du machen, was du willst, der wird das nicht lernen. Und wenn du jetzt natürlich sagst, okay, die Unternehmen müssen in die Verantwortung kommen, diese Bildung selber zu übernehmen, dann stelle ich mir die Frage, wie wollen Sie das dann effizient machen, wenn Sie die Altersschicht, wenn Sie ja gar keinen Zugang haben, einerseits, und andererseits, wie soll das dann finanziert werden? Also was sollen die denn noch alles finanzieren? Du musst mal die sozialen Nebenkosten anschauen. Du musst dir dann mal überlegen, was kostet dann eine Arbeitsstunde in diesem Unternehmen, weil das musst du ja irgendwie umrechnen. Und dann schaust du mal ins europäische Ausland und dann schaust du mal nochmal drüber raus. Aber nehmen wir mal die... feststellen, die Kalkulation geht in die Hose. Genau, ja. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen sich kümmern müssten, aber wir konstruieren einfach mal was. Stellen wir mal uns vor, wir machen so ein Crowd-Investing. Das heißt, und wir richten uns nur an die Unternehmen, lassen den Staat völlig außen vor. Wenn die das fördern wollen, prima, aber davon ist nicht auszugehen.
Wahrscheinlich gibt es dann wieder Ausschreibungen, bürokratische Prozesse und so weiter. Mit dem Ziel, eine Akademie zu gründen und zu sagen, okay, das ist einfach schulbegleitend. Ja, also ich kann schon während der Schule, Generation Z, ja, ich kann schon während der Schule oder kurz vor Ende der Schule mich da einklinken und sagen, ich will was über Entrepreneurship, über KI oder sonst irgendwas. Also was man tun könnte, ist eine Begabtenförderung. Das heißt, dass du zum Beispiel sagst, okay, pass auf, genau. Ich ermögliche, und das wäre ein absolut interessantes Investment, ich ermögliche einfach Menschen, die halt in einer bestimmten Richtung eine Begabung haben, also andere Menschen mit anderen Begabungen werden dann halt in eine andere Richtung gefördert, denen ermögliche etwas, und wenn sie das schaffen, dann ist es halt so, dass sie halt vielleicht einen bestimmten Teil halt über die nächsten 10, 20 Jahre dann halt wieder zurückzahlen müssen oder so irgendwas. Vielleicht auch so. Und wenn es Geld kostet, und dann musst du das halt auch wirklich wollen, und dann bist du halt auch dahinter. Und das aber wiederum ist halt etwas, was, also ich glaube, das würde funktionieren. Nur dann musst du das Risiko einkalkulieren, dass du einfach Grüppchenbildung hast. Da hast du eine gewaltige Schere dann nochmal zusätzlich in der Gesellschaft. Wichtig wäre das Thema der Kapitalfähigkeit aus der Familie heraus auszuhebeln, weil ich davon überzeugt bin, dass Intelligenz und grundsätzliche Befähigung und Talent keine Frage vom Geldbeutel der Eltern ist. Ja, das muss man entkoppeln, absolut. Das muss man wirklich entkoppeln, und das wäre sehr, sehr hilfreich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das halt nicht die gelebte Realität ist. Und da müsste man ran, in der Tat. Ja. Aber wir könnten es bauen. Also wir wären rein theoretisch in der Lage, unabhängig mit visionären Unternehmern und Unternehmerinnen, die das erkannt haben, lernt um euer Leben, dass wir einfach sagen, okay, wir können das tote Pferd einfach nicht mehr beatmen, Bildungssystem, Schulsystem, wir müssen etwas daneben stellen. Wir können nur etwas ergänzen. So. Absolut. Und wenn wir es schaffen, genau wie du sagst, wir entkoppeln die Opportunity zu lernen vom Geldbeutel. Jeder kann das machen, und wir identifizieren. Ich habe so viele geniale Interviews in meinem Podcast-Leben geführt mit Leuten. Ich hatte einen 13-Jährigen, der vor Gericht gestritten hat, dass er irgendwie unternehmerisch aktiv werden kann mit seinen Eltern als Geschäftsführer. Ja. Weißt du, wie ich es gemacht habe? Ich habe meine Mutter hieß damals, also die Firma hieß, als ich mit 14 angefangen habe, Helena Breiteneich Datentechnik. Ja, genau. So habe ich es gemacht. Ja. Also ich hatte letztens wieder einen 17-Jährigen, der macht jetzt seine zweite Firma, fährt jetzt das zweite Mal nach Berlin, um sich das zweite Mal ein Preisgeld von höre und schreibe 10.000 Euro abzuholen. Cool. Weißt du? Für mich fühlt sich das alles so homöopathisch an. Ja, die Preise. Aber es wird aber so sein, es wird immer so sein, dass es halt einige wenige sind, die das überhaupt wollen und das durchziehen, und die werden das auch irgendwie schaffen. Aber das ist halt gut. Aber man müsste halt die Eintrittsbarriere reduzieren. So. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie finden wir diese Leute? Wir finden sie eben nicht über das Bildungs- und auch Universitätssystem, was wir haben. Naja, es gibt ja zum Beispiel solche Ansätze. Also ich bin ja zum Beispiel auch bei Mensa. Sowas könntest du machen. Also gerade die Hochbegabtenförderung ist meiner Ansicht nach in Deutschland viel zu niedrig. Ich war damals in der Schule, also ich bin ehrlicherweise auch mal vom Gymi geflogen, weil ich halt immer hinten im Unterricht gesessen bin und meine Platinen-Layouts gezeichnet habe und, und meine Schaltungen konstruiert habe. Also Französisch war ehrlicherweise nicht so meine Interessensfokussierung. Und ich war so der klassische Underachiever. Und ich wäre einfach durchs Raster geflogen. Ja, ich habe meinen Weg irgendwie gemacht, aber irgendwie, wenn ich dann halt in der Schule halt war, dann ein neues Thema kam, dann war ich mal kurz dabei, und ich gemerkt habe, okay, alles klar, ich weiß schon, wie es läuft, dann habe ich wieder was anderes gemacht. Ja. Und das ist halt nicht so gut. Ja. Also es war einfach zu wenig, es war zu langsam in der Schule für mich, und es war zu wenig ambitioniert. Wäre das nicht passiert, dann wäre ich auch wach geblieben. Ja. Und so ist es halt so, dass halt viele, glaube ich, durchs Raster fallen. Mir begegnen sehr, sehr viele intelligente Menschen, die durch das System durchgefallen sind. Und das sind sehr unterschiedliche Gründe. Und was ich halt glaube,
so ein System, also wenn man sowas bauen möchte, dann muss das digital sein, weil die Menschen nicht irgendwo hinkommen können. Das muss, sage ich mal, von jedem Ort der Welt aus praktisch möglich sein. Und es muss sehr umfassend sein. Es ist zum Beispiel so, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, wer kreativ denken will, muss konstruieren können. Und so habe ich mir halt vor einigen Jahren angefangen, das Konstruieren beizubringen. Also CAD ist ein ganz wichtig, also das ganze CAD-CAM-Thema ist ganz, ganz wichtig, wenn du Visionen hast und diese Visionen irgendwie umsetzen willst, dann musst du zeichnen können. Dann musst du das irgendwie umsetzen ausdrücken können. Das lernst du natürlich, du musst dich so ausdrücken, auch technisch ausdrücken können. Und das, auch das lernst du nicht in der Schule. Und Elon Musk zum Beispiel, der hat das total kapiert. Der hat sein eigenes Schulsystem gebaut. Das heißt, man muss sich eigentlich nur mal dieses Schulsystem von Elon Musk anschauen. Und das finde ich total faszinierend. Und da ist halt neben Coden ist halt auch CAD das Thema. Und der Punkt ist ganz einfach der, wenn du es schaffst, so eine Chance für die Leute aufzubauen, dann muss das natürlich auch attraktiv sein. Weil die Leute natürlich in einem Alter, sage ich mal, ich glaube jetzt mal 10, 12 Jahre, die haben da keinen Bock, sich da irgendwie reinzubewegen, wenn ihre Freunde irgendwas anderes machen. Und das muss irgendwie anders laufen. Vor allem muss es halt so sein, dass die Bildungseinrichtungen, die offiziellen, das halt auch akzeptieren, dass es sowas gibt und das halt auch wirklich ermöglichen. Weil auf der anderen Seite hast du nämlich die Schulen, die ja vermehrt, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, dass Ganztagesschulen sehr häufig sind mittlerweile. Mhm. Und dann hast du natürlich die Situation, dass du plötzlich Kinder hast, die, wenn die nach dem, ich glaube, Jugendarbeitsschutz bewertet werden würden, illegal unterwegs wären, weil die eigentlich, wenn man jetzt mal Schule als Beruf sieht, ja, viel zu viele Stunden auf der Uhr haben. Also vor allem auch das Thema Langeweile. Langeweile fördert ja Kreativität. Nennen wir doch mal bitte einen Faktor, oder was würdest du denken, ich sage einfach mal nur so gesagt, wenn du jetzt mal so deine Kinder anschaust, wie viel Leerlauf haben die denn am Tag, wo sie nicht wissen, was sie machen können, müssen, sollen, wo sie einfach mal nur da sitzen, rumsinnieren und sich überlegen, was sie denn jetzt mit der Welt so anfangen? Meine Kinder sind gerade krank. Und ich achte da peinlich genau drauf, wie viel digitalen Wahnsinn sie konsumieren. Mhm. Also wie lange sie so an einem iPad sitzen. Und da kleiner kommt Seitenverweis auf das Social Dilemma. Ja? Das Netflix-Thema. Ja. Ja, und dann kommt die Langeweile auf. Ja? Sind die aber nicht krank, sind die eigentlich unter Dauerfeuer. Genau. So. Das heißt, die kommen dann irgendwann mal um 17 bis 18 Uhr aus der Schule heim. Mhm. Dann müssen sie gegebenenfalls ewig lang mit dem Bus fahren. Mhm. Ich finde, das geht besser. Ja. Ja. Ja, ja. Noch ein anderer Gedanke. Gehen wir mal in die Politik. Irgendwie finde ich da überhaupt kein disruptives Modell in der Politik. Ja, es scheint so, als ob dieser Elfenbeinturm unantastbar ist. Wir merken jetzt, dass so eine AfD durchaus auch auf Stimmenfang gehen kann und wie gefährlich das eigentlich auch ist. Und ich habe mir überlegt, wie cool wäre das, wenn wir eine KI-Partei hätten? Eine KI-Partei mit Repräsentanten, eine KI, die wiederum. Bräuchtest du aber auch eine Elektromobilitätspartei und dann bräuchtest du eine Crisp-Partei? Nee, also, aber, weiß ich nicht. Ich meine das gar nicht thematisch, sondern eine KI, also eine Intelligenz, die quasi die Meinungen einsammelt, die Themen einsammelt, priorisiert, also eine intelligente Partei, weißt du, was ich meine? Gar nicht, die sich nur um KI-Themen kümmert, sondern eine intelligente Partei mit Repräsentanten, die sagt, die Lage ist wie folgt, die Prioritäten müssen so gesetzt werden. Und vielleicht noch, um eins zu sagen, schau dir mal die Ministerien an, ja? Da versteckt sich ja jeder hinter den Entscheidungen der anderen. Du kommst ja gar nicht voran, weil dein Ministerium ja gar nicht diese eine Entscheidung treffen kann, sondern du brauchst noch 15 andere Leute dafür. Ja? So, und das ist ja ganz weit weg von Agilität und Geschwindigkeit. Ich greife das Thema gleich auf. Ich habe gestern eine andere Idee gehabt. Ich habe einen Podcast gehört über die aktuelle Parteienentwicklung, also auch AfD.
und die Mobilisierung der Nichtwähler. Und da habe ich mir überlegt, ob es denn nicht klug wäre, einen Steuerbonus zu machen für alle Leute, die zur Wahl gegangen sind. Oh. Das heißt, dass man es attraktiv macht zu wählen. Das würde nämlich dazu führen, dass du nicht plötzlich irgendwelche Flashbacks hast aus dem Nichtwählerpotenzial, sondern dann hältst du einfach dann halt eine Wahlbeteiligung von, weiß ich nicht, 80, 90%, weil es sich einfach dann halt lohnt. Das müsste man natürlich dann so gestalten, dass es halt auch wirklich nachweislich dann so ist, ja. Oder kriegst du einen Gutschein von iPad oder irgendwie so, weißt Was auch immer, ja. du? So. Und dass man einfach wirklich einen Demokratiebonus gibt, dass Leute, die halt wirklich ihre demokratische Aufgabe wahrnehmen, nämlich zur Wahl zu gehen und eine Meinung zu äußern, dass die halt dann auch einen Bonus dafür bekommen, dass sie das getan haben. Und wenn ich mir jetzt mal so die Thematik anschaue, was du jetzt gerade gesagt hast, faktenbasiert, also ja, datenbasierte Entscheidungen. Also ich habe es ja Fakten, hier auf dem ja. Data-Driven Decisions, das ist ja eines unserer Mottos. Das ist schon richtig, nur am Ende des Tages ist es so, dass Entscheidungen immer emotional getroffen werden, die man sich dann hinterher irgendwie mit Fakten so zurechtlegt. Ja, so. Und ich glaube, dass es ein ganz anderes Format von Politikern braucht. Und das wiederum setzt voraus, jetzt kommt ein kleiner, völlig unscheinbarer Seitenhieb, dass Politiker auch eine gute Ausbildung haben und Ahnung haben von dem, was sie da tun. Ja? Ui. Sumpfgebiet. Ja. Und also, dass die einfach wirklich einen praktischen Sachverstand haben, in dem also von ihrem Entscheidungshorizont und dass Menschen nicht in irgendwelche politischen Ämter hineingehoben werden, weil es jetzt halt irgendwie von dieser Partei opportun ist, genau diese Personalie eben so zu besetzen, sondern eben auch wirklich Menschen an Stellen hin zu positionieren, die das halt auch können. Also grundsätzlich, die dazu in der Lage sind, die Aufgaben des Amtes wirklich zu erfüllen und nicht so, wie wir es in der Vergangenheit zum Beispiel sehr schön im Bereich des Verteidigungsministeriums sehen konnten. Ich glaube, also ich selber, ich kann das nicht wirklich beurteilen, das steht mir nicht zu. Aber was ich so lese, ist, dass zum Beispiel Pistorius international absolut geachtet ist in dem, was er da tut und dass die Leute jetzt plötzlich merken, dass es Deutschland ernst meint. Und ich glaube, das ist ein gutes Modell. Und ich finde es äußerst bedenklich, dass Menschen, die wirklich in der politischen Verantwortung sind, plötzlich über Themen reden und schwätzen, von denen sie nachweislich keine Ahnung haben. Und dann aber andererseits möglicherweise irgendwelche Consulting-Buden für sehr, sehr viel Geld beauftragen, ihre eigene Wissenslücke zu kompensieren und es dann hinterher auch nicht klappt. Ich habe das in meinem Unternehmerleben immer wieder gemerkt, du kommst irgendwie an einen Punkt, da hast du einen Haufen Berater, der eine sagt links, der andere sagt rechts, der nächste sagt geradeaus und der vierte sagt Rückwärtsgang. Wenn du nicht selber weißt, was du willst und nicht verstanden hast, um was es geht, wird es nicht klappen. Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder, lernt um euer Leben. Ja, das ist einfach nicht zu ersetzen. Und am Ende des Tages ist es so, wenn wir mal von Lernen und von Intelligenzmodellen sprechen, dann reden wir natürlich einerseits von dem künstlichen Intelligenzmodell. Und auf der anderen Seite ist es aber definitiv so, dass es das humanoide Intelligenzmodell halt auch gibt und das muss auch trainiert werden. Das ist nicht anders. Kann ich übrigens sehr schön an meinem Sohn sehen, wie der so lernt. Und das ist total faszinierend. Das ist schon so, dass ich da Parallelen entdecke zwischen einem KI-Modell und einem menschlichen Lernen. Also klar, ich meine, das KI-Modell wurde ja auf Basis des menschlichen Lernverhaltens ja aufgebaut. Das wurde ja nachempfunden. Nur
ist es halt so, dass wir uns halt auch dessen bewusst sein müssen. Wenn wir den Geist und die Intelligenz im Menschen nicht trainieren und mit neuen Informationen umfassend füttern, dann wird da nichts Gescheites rauskommen. Ja, ich glaube, wir sind sehr intensiv damit beschäftigt, die Dinge voneinander abzugrenzen, anstatt sie als Chance zu begreifen. Oder beziehungsweise, ja, und immer ganz politisch korrekt zu sein, anstatt mal einen rauszuhauen. Und also das wäre mir lieber. Ja, ja, aber weißt du, wenn du die ganzen Talkshows anschaust oder diese ganzen Diskussionen um KI, und das ist ja schon echt langweilig, wenn man sich damit ein bisschen intensiver an, dann ist ja immer die Frage, gibt es unsere Jobs morgen noch? Was verändert sich alles? Und wir sind doch besser als die KI. Und oh, wow. Ja, stimmt halt nicht. So. Stimmt halt nicht. Ja. Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Ja, aber genau. Man müsste sie mal im Einzelfall anschauen. Und jetzt ist doch die Frage, wir müssen doch ein Merch schaffen. Wir müssen doch sagen, okay, wie können wir beide Welten zusammenkriegen? Wie können wir mehr und mehr diese Angst verlieren, die uns die ganze Zeit blockiert? Ja? Und wir haben ja heute einige Missstände aufgezeigt. Wir haben aber auch gesagt, was man machen muss. Ja? Und ich sehe Bildung auch als das tragendste Element überhaupt, ja? Um möglichst früh unsere Kinder damit zu konfrontieren. Ich sehe allerdings nicht, dass irgendwie, dass wir irgendwie Zeit hätten, auf die Politik oder dort auf irgendwelche Veränderungen im Bildungssystem zu warten, sondern ich glaube, wir müssen einfach selbst handeln, wir müssen halt selbst aktiv werden. Es gibt tolle Vereinigungen, Unternehmervereinigungen, die zum Beispiel sagen, weißt du was, ich gebe die Hälfte meines Gewinns ab, ja, für soziale Projekte, dafür, dass wir in Nepal Schulen bauen oder sowas. Ja, aber dann hast du wieder die Situation, dass irgendwelche Leute dir ein Geld ausgeben, wo du dann, wenn du im Detail reinschaust, denkst, oh Gottes Willen, bloß nicht. Es muss gesteuert, ja, und es muss safe sein. Weißt du, das muss so eine Blockchain-Wall sein, weißt du, wo du einfach sagst, hey, wenn ich Geld hier reingebe, dann gebe ich das rein, weil das Projekt auch von mir mitgesteuert werden kann. Und nicht, weil das eine Behörde oder sonst irgendwas, weißt du, dass eine gemeinnützige GmbH das am Ende ist, weißt du, wo es nicht um Gewinnerzielungsabsicht geht, sondern wo wirklich der Impact dort ankommt, wo er ankommen soll. Ja. Also Markus Krall hat mal gesagt, er hat sein ganzes Leben ungefähr die Hälfte seines Einkommens Steuern gezahlt. Und das ist nicht sein Problem. Sein Problem ist, dass er plötzlich sieht, dass wie die Menschen, die das Geld dann ausgeben, mit seinem Geld umgehen. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem ganzen Thema, wie kann man den Merch schaffen. Also ich habe ziemlich viel Offroad-Erfahrung. Und wenn man mal im Gelände unterwegs ist, ob das mit dem Motorrad oder mit dem Truck ist, oder also, mit dem PKW, was auch immer, also im Offroad-Geländewagen und so, dann ist eines klar, du musst immer wach sein, und wenn du anfängst, Angst zu haben, fährst du scheiße. Das wird nichts. Mhm. Und wenn wir das Ganze jetzt mal wirklich mit so einer Achterbahn vergleichen, eine Achterbahn, die kann richtig Spaß machen, aber nur dann, wenn du einfach es zulässt, dass es halt mal rumpelt und dass du halt durch die Gegend gerissen wirst. Das ist total okay. Die Angst ist das große Problem dabei. Und wenn die Angst überhand nimmt, dann wird es unlustig und dann geht es auch schief. Ja. Da hast du halt einfach auch den Fokus auf der Angst, anstatt wirklich den Fokus auf den Lösungskorridoren zu haben. Mhm. Ja, du blockierst einfach. Ja? Wenn du Angst hast. Ja, blockierst du, dann kommt nichts Gescheites mehr raus. Ja. Ja, und das ist halt, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, also den ich halt schon sehr oft in meinem Leben gesehen habe. Wenn Angst, und ich habe Ängste, ich bin mir dessen sehr wohl bewusst. Ich habe wahrscheinlich sogar ziemlich viele Ängste. Mhm. Aber irgendwie kriege ich es dann halt auch doch immer wieder hin, diese zu managen. Wenn du das irgendwie hinkriegst, zu kanalisieren, dann kann man da auch was draus machen. Dann ist das eine Energie, die auch treiben kann. Nur wenn das dann zur Stagnation führt, dann wird es nichts. Ja. Aber ich glaube, das ist die größte Transformation. Es geht gar nicht, und das ist, glaube ich, vielleicht auch der Irrglaube, dass wir denken, wenn wir über Transformation, Digitalisierung und so weiter nachdenken, dass wir irgendwie jetzt anfangen müssen, Faxgeräte abzuschaffen, Drucker abzuschaffen und so weiter, und jetzt machen wir alles digital, sondern ich glaube, die Transformation, gerade Deutschland, ist die Transformation von Angst umzuwandeln in Performance. Also im Grunde kann man es so vergleichen wie ein Rennfahrer, ja,
der hat sein Auto vor die Wand gesetzt in der Nordschleife oder sowas. Ja? Mhm. Und der muss wieder an das Auto und der muss wieder fahren, der muss wieder performen. Klar. Und er hat immer diesen Unfall vor Augen. Und diesen Punkt zu überwinden und zu sagen, ich gehe wieder über meine Grenze hinaus, ja, mit dem Erlebnis im Rücken, ist im Grunde genau. Aber weißt du, wir sind Rennfahrer, die mal einen Unfall hatten und trotzdem fahren, sind mir lieber als diejenigen, die halt noch nie einen Unfall hatten und nicht wissen, was das bedeutet und dann halt auch die Verantwortung nicht richtig tragen. Das Problem ist nur, wir fahren die ganze Zeit hinter dem Safety Car hinterher. Ja, das bringt halt nichts. Während das Rennen läuft. Ja, das ist genau das Problem. So. Und was halt zu dem gesamten Wissen und Bildung halt auch dazu gehört, einer, der coden kann und soll, der sollte halt auch was über Philosophie wissen. Mhm. Also der sollte auch Kant kennen und ich weiß nicht wen alles. Ja? Mhm. Wirklich ein umfassendes Wissen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, den ich wirklich für alternativlos halte. Mhm. Also du musst vor allem auch Lust auf Wissen haben. Du musst neugierig sein. Neugierig, Und Sachen ausprobieren und wirklich bereit sein, auch mal was kaputt zu machen. Und ja, sonst lernst du nichts. Ja. Das war übrigens ein ganz großes Ding von meinem Vater. Der hat mich in seiner Werkstatt immer allein machen lassen. Also es würde mich wahrscheinlich wahnsinnig Überwindung kosten, das bei meinem Sohn. Also da muss ich noch ein bisschen trainieren. Ne? Ich habe unglaublich viel Werkzeug kaputt gemacht. Aber ich habe auch echt was gelernt. Und ich glaube, manchmal war es auch echt gefährlich. Und ich habe so aus heutiger Sicht, habe ich irgendwie nach wie vor so die Einschätzung, dass ich sehr genau wusste, was ich da mit dem Strom und so mache. Mhm. Aber das war schon echt eine wilde Nummer. Da hätte ich auch ein paar Mal echt draufgehen können dabei. Ja, so mit den alten Waschmaschinenpumpen und 230, damals waren es noch 220 Volt. Aber das nennt man ja intuitive Kompetenz. Ganz interessant, da können wir auch mal eine Folge total dazu spannend, machen. Ja. Weil das ist jetzt das zum Beispiel auch, wir versuchen ja immer werdende Eltern, versucht man ja dann durch Fernsehsendungen und durch Bücher irgendwie zu erklären, was die alles machen müssen und am besten. Ja, klar, alles richtig machen, ja, super. Das machst du gar nichts. Am besten, weil die Natur hat das so eingerichtet, dass du eine elterliche Kompetenz entwickelst, wenn du vom Mann zum Vater wirst oder von der Frau zur Mutter wirst. Und du machst intuitiv mit deinem Kind alles richtig. Ich meine, es schadet natürlich auch nichts, hier sich Bildung angedeihen zu lassen. Ja, so ein Jesper Juhl oder so irgendwie mal. Und ich weiß nicht, wen es da noch alles gibt. Das ist auf jeden Fall richtig. Klar. Also schadet wirklich nicht. Und machen lassen. Ja, den Mut zu haben und wirklich die Nerven zu haben. Ja, Vertrauen. Die einfach mal wirklich machen zu lassen. Ja, und irgendwann, also gerade zum Beispiel meine jüngste Tochter, die ist gerade im Austausch in Frankreich und so, ist das erste Mal unterwegs, sie ist jetzt 14. Mhm. Aber die hat ganz, ganz tolle Sachen erlebt. Ja? Nur man muss die Leute halt machen lassen, man muss sie wirklich gehen lassen. Ja? Mhm. Mein Sohnemann, der ist gestern auf so einem Kletterdings da auf dem Spielplatz da durch die Gegend gelaufen. Aber auch hier, der hat intuitiv dann schon ein Gefühl dafür, wo es gefährlich wird und wo nicht, dann haut es den sicherlich dann irgendwann mal auf die Schnauze. Nur das ist halt dann halt auch die Aufgabe zu überleben, halt irgendwie das Großwerden zu erleben und irgendwie durchzukommen. Ja? Und das kann man halt keinem abnehmen. Ja. Und das ist wie das Trainieren eines KI-Modells. Da passieren Fehler, da geht mal was schief. Da geht halt auch mal was richtig gut und in Summe muss es halt irgendwie so passen, dass du halt ankommst, dass du halt gute Ergebnisse erzielst. Und das erzielst du aber nicht, wenn du versuchst, immer nur einen schönen Wetterflug zu machen. Das wird nicht klappen. Mhm. Also man muss einfach das Leben leben, also das Risiko leben, das Risiko vielleicht versuchen zu managen, aber wirklich es durchzuziehen und wirklich aktives Leben zu führen. Mhm. Ja, sehr, sehr gute Impulse. Sehr spannendes Gespräch auch. Ich habe vorhin vor der Aufnahme gesagt, dass wir mal gucken müssen, ob wir nicht hier irgendwie eine Staffel hinkriegen oder so. Hm. Stefan, erzähl uns mal noch ein bisschen was über eure Firma, was ihr genau macht, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das auch nochmal ein bisschen einordnen können, was dich zu diesen Gedanken treibt. Also zunächst einmal ist es so, dass wir einfach Leute haben, also richtige Data Heads aus unterschiedlichen Disziplinen. Wir sind eine verteilte Organisation in ganz Deutschland und haben Leute, die wirklich
Bock haben, im Bereich digitale Technologien eben wirklich was zu bewegen. Und wir haben eine sehr, sehr bunte Kultur. Also eine Kultur, wo sich die Menschen gegenseitig eben helfen, unterstützen, wirklich auch miteinander Spaß haben und wirklich Neues kreieren. Und das ist einfach schön. So. Das, was wir hauptsächlich tun, ist, Unternehmen zu helfen, ihre Probleme mit digitalen Lösungen auf die Reihe zu kriegen. Also es gibt angefangen von Unternehmen, die egal, also von wirklich sehr große Unternehmen, die teilweise wirklich mit Excel gesteuert werden, wo du da einen riesen Engpass hast, dass wir solche Excel-Lösungen, die große Probleme teilweise hervorrufen, nichts automatisiert ist, es wirklich auch personell große Abhängigkeiten gibt, dass wir die eben automatisieren durch saubere Programmierung und dann halt mit KIs und anderen Algorithmen eben dann beispielsweise zu ganz anderen Höhenflügen bringen. Also beispielsweise ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmen hast, die eine Planung machen, die meisten Unternehmen machen eine Planung, dann müssen die Leute teilweise eine Woche oder mehr Zeit reinstecken, um die Planzahlen sich irgendwie aus den Fingern zu lutschen. Mhm. Das sind zum Beispiel Aufgaben, die von KIs wunderbar und viel, viel besser gemacht werden können und in einer ganz anderen Zeit, innerhalb von Sekunden praktisch. Also wir automatisieren Prozesse, wir überführen menschliches Wissen in Algorithmen. Da geht es auch um das Thema des Fachkräftemangels. Also hat ja auch mal einer rausgehauen, Fachkräftemangel gibt es ja gar nicht, sondern die Arbeitsbedingungen sind häufig viel zu schlecht. Und die Leute haben vielleicht auch nicht mal die Lust, so langweilige, wiederkehrende Aufgaben permanent zu machen, sondern die wollen einfach andere Herausforderungen, andere Tätigkeiten machen. Das kann man dadurch tun. Und dann ist es so, dass wir eben sehr viel im Bereich der generativen KI-Modelle mittlerweile machen. Also beispielsweise haben wir einen Konzern, da sind wir im Bereich der Nachhaltigkeitsberichte unterwegs. Wenn du dir so einen Nachhaltigkeitsbericht mal von unterschiedlichen Unternehmen anschaust, dann wirst du feststellen, die sind gar nicht vergleichbar. Und wir machen mit Hilfe von den großen Sprachmodellen Vergleichsmodelle, um eben komplexe und sehr, sehr umfangreiche Texte wirklich vergleichen zu können. Mhm. Oder beispielsweise Assistenzsysteme für Hotlines oder für Konfiguratoren, wo es darum geht, dass Leute eben sich zum Beispiel ein Produkt konfigurieren wollen, das aber so kompliziert gemacht ist, dass die Leute gar nicht verstehen, wie das geht. Und da halt Assistenzsystem zu bauen, das denen wirklich eine maschinelle, aber menschlich wirkende Beratung, also eine wirklich sinnvolle und verständliche Beratung liefert. Und da sind wir sehr erfolgreich in dem, was wir da tun. Und das macht halt auch einen Riesenspaß. Das merkt man auch. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und würde sagen... Zeit vergeht schnell. Ja, absolut. Stefan, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break und werden eine Fortsetzung machen zu unserem Gespräch. An dieser Stelle vielleicht alle Informationen, die wir genannt haben. Du hast Buchempfehlungen gegeben, die Kontaktdaten zu dir. Die packen wir mit in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Mhm. Und würde sagen, dass wir noch einen weiteren Termin finden, wo wir A, dieses Gespräch fortführen und B, ich würde gerne mit dir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema künstliche Intelligenz. Vor allen Dingen die Auswirkungen auf die Zukunft und die nächsten Generationen. Weil das, was wir vielleicht jetzt gegenwärtig wahrnehmen, ist so eine Momentaufnahme, ist das, was wir jetzt, was viele vielleicht auch als bedrohlich sehen, ja, aber welche Auswirkungen, welchen Impact hat das tatsächlich auf die nächsten Generationen? Was müssen wir heute schon tun und vorbereiten, damit das eine attraktive, lebensbejahende Zukunft wird für unsere Kinder? Also da würde ich gerne noch ein bisschen mehr total bringen. Spannend. Und sehr, sehr gerne. Wir geben unseren Hörern und Hörerinnen die Möglichkeit, uns ihre Fragen zu stellen, dass wir die beim nächsten Mal einfach mitnehmen. Also ihr könnt das einfach entweder über unsere Discord-Community machen, die jetzt gerade neu gestartet ist, oder über unsere Plattform Genes Align Space, alle Links in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, starten wir das nächste Mal dann vielleicht mit den Fragen, die unsere Community hat, und machen dann nochmal eine Fortsetzung. Sehr gerne.
Stefan, in diesem Sinne sage ich danke dir für deine Zeit. Es war super spannend. Wir sind in sehr viele Bereiche abgetaucht. Und das nächste Mal machen wir einen Deep Dive zu dem Thema. So machen wir es. Also bis bald. Danke. Amen. Ciao.